Ich bin's, Dominik von den Outdoor Outlaws Hamburg. Und heute möchte ich euch ein Update geben von meinem erstes Hilfeset, was ich so mit mir rumtrage. Wenn ich alleine unterwegs bin, wenn ich mit mehreren unterwegs bin oder einfach nur, weil ich es witzig finde, das zu packen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Es ist jetzt knapp ein Jahr her, wo ich euch zum ersten Mal mein erstes Hilfeset gezeigt habe. Und es war einfach echt en masse viel drin, was ich jetzt nach einem Jahr intensivem Mitschleppen herausgefunden habe, dass das doch nicht mehr so das Richtige für mich ist. Denn ein Jahr lang über ein Kilo Erste-Hilfe-Material mitzuschleppen, wovon man echt nur die Zeckenzange und die Pflaster gebraucht hat, hat mich zum Nachdenken bewegt. Brauche ich das wirklich? Macht das überhaupt für mich Sinn? Bin ich schon mal in so eine Notsituation gekommen oder mit Leuten, mit denen ich unterwegs war, ist das schon mal eine richtige Notsituation passiert? Dass man Erste Hilfe dabei hat. Erste Hilfe, das hört sich ja so an, als wenn man da keine Ahnung sonst was macht. Aber so ein bisschen Material dabei hat, falls mal was passiert, dass man was machen kann. Das ist natürlich wichtig. Ich habe jetzt im Moment zwei Sets im Einsatz, wovon ich eins im Prinzip gar nicht benutze und eins immer dabei habe. Das wäre einmal das große Erste-Hilfe-Set in so einem wasserdichten Packsack, was ich dabei habe. Draußen habe ich immer so eine Beatmungsmaske dabei. Das habe ich aber nicht nur hier, das habe ich auch generell an meinem EDC-Rucksack dabei. So ein Ding habe ich eigentlich immer dabei. Das ist eigentlich ziemlich genial, wiegt nichts und falls mal wirklich mal in eine Situation kommt, wo man eine Mund-zu-Mund-Beatmung machen muss, ist so ein Ding Gold wert. Aber kommen wir jetzt mal zum Inhalt des großen Erste-Hilfe-Sets. Seht es euch an. Wie ihr gesehen habt, habe ich da alle möglichen Krimskrams dabei. Im Prinzip ist das eigentlich ein Kfz-Erste-Hilfe-Set, was ich für mich umgemodelt habe. Ich habe da ein paar Kompressen reingemacht, ich habe ein paar Mullbinden, die hier drin sind, rausgenommen. Ich habe eine Isterili-Bandage reingepackt, ich habe einen Einwegrasierer reingepackt, ich habe Ohrstöpsel reingepackt, ich habe Wunddesinfektionsmittel mit reingepackt, also dieses Octinisept-Spray. Dann habe ich noch einen separaten Beutel da drin gehabt, wie ihr gesehen habt, da ist Medikamente drinnen, die für mich wichtig sind, also nur für mich. Wenn man Medikamente mitschleppt, achtet darauf, dass sie echt nur für euch sind und gebt sie keine anderen, weil ihr wisst ja nicht unbedingt, wie sie darauf reagieren, außer ihr kennt die Person und die sagen, ja, nee, habe ich selber, benutze ich auch, zum Beispiel Imus oder so und gibt das denen, aber verteilt einfach keine Medikamente einfach frei rum. Des Weiteren habe ich immer noch separat dabei. Bei dieser Wetterlage jetzt im Moment Mücken- und Zeckenspray. Hier in Hamburg haben wir es eigentlich relativ gut mit Zecken, sind nicht so viele verbreitet, aber Mücken. Alles voll von diesen Drecksdingern, deswegen, das Spray ist echt wert. Dann rumgewuselt, einiges rausgenommen, was für mich jetzt keinen Sinn macht. Sachen für mich reingepackt, die für mich Sinn machen, wie zum Beispiel jetzt extra Wundauflagen, Saugkompressen, Gewebegitter, dass die Kompressen nicht an der Wunde kleben bleiben und so. Ist echt alles echt schön. Aber ganz ehrlich, den ganzen Scheiß brauche ich nicht. Habe ich nie gebraucht, habe ich einfach mit rumgeschleppt, wollte das nicht wegschmeißen, deshalb habe ich das in so ein großes Erste-Hilfe-Set jetzt reingepackt, was ich aber definitiv nicht benutze. Nee, ich habe nur mein kleines Erste-Hilfe-Set dabei. Und was da drin ist, seht ihr jetzt. Ist da im Prinzip das gleiche drin wie im großen, bloß kleiner. Sehr viel kleiner. Da sind Hauptsache Bestandteil von denen, das sind Pflaster, Kompressen,
aber Kompressen nicht, um jetzt irgendwelche Wunden abzudrücken, sondern falls man einen Cut hat und dass man das ein bisschen mehr rauflegen kann. Ein paar Binden und ein Druckverband, eine Israeli-Bandage. Das war's soweit. Ja. Natürlich auch Handschuhe, Wunddesinfektionsspray und eine Zeckenzange. Warum habe ich da ein Thermometer dabei? Ich habe zwei Kinder. Ich habe ein kleines Kind davon und da ist es manchmal ganz gut, mal ein bisschen die Temperatur zu messen, wenn die draußen sind oder über Nacht, wenn es ihnen nicht so gut geht. Dass man so ein bisschen mal die Temperatur im Auge hat. Naja, sorry für die Geräuschkulisse, aber hier ist eine riesen Straße in der Nähe und das ist einfach laut. Denkt daran, liken, abonnieren, Glocke und all diese Faxen machen, ne? Aber einer der Hauptgründe ist, warum ich das Riesending nicht mehr mit mir rumschleppe, im Prinzip gar nicht brauche und nur noch so ein kleines hier mitnehme, was echt nichts wiegt. Wobei ich vielleicht, wenn ich mal mit mehreren Leuten unterwegs bin, aus der Tüte das Kühlkissen mitnehme. Ist erstmal die Gewichtsersparnis und zweitens, wofür das ganze Zeug? Wofür? Wenn wir mit mehreren Leuten unterwegs sind, jeder hat Erste Hilfe dabei. Jeder hat da allen möglichen Scheiß mit drin. Manche Leute haben da Operationsbesteck mit drin. Nadel, Faden, irgendwelche Betäubungsmittel. Wo ich mich frage, ey Leute, wo habt ihr das überhaupt her? Sind diese Medikamente überhaupt noch haltbar? Manche haben Morphine dabei, Oxycodone und so einen Scheiß. Wo ich denke, wisst ihr überhaupt, wie man das anwendet? Wisst ihr, was diese Medikamente für eine Nebenwirkung haben können? Wenn man nicht an Morphin gewöhnt ist oder nicht diese starken Schmerzen hat, wo man sowas braucht, ey, das ist atemlehmend. Das fährt deinen ganzen Kreislauf runter, deinen ganzen Körper. Das kann voll nach hinten losgehen. Du kannst eine Überdosis davon nehmen und dann tot umfallen, wenn du nicht weißt, wie man damit umgehen soll. Deswegen, Leute, lasst von sowas die Finger weg. Genauso wie Nadel und Faden. Das ist nicht so, als wenn ihr einen Knopf dran näht. Wenn ihr eine Wunde näht und ihr macht das falsch, dann A, verheilt sie nicht. Sie entzündet sich. Wenn da noch Dreck mit drin ist, dann habt ihr nachher noch eine riesengroße alternde Wunde. Deswegen lasst so einen Scheiß weg. Falls ihr euch wirklich mal echt dramatisch verletzen solltet, macht einen Druckverband rum. Wir sind hier nicht irgendwo in Australien oder in Kanada, wo kein Schwein ist, wo ihr erstmal stundenlang euch irgendwo durchkämpfen müsst. Macht einen Druckverband, ruft die 112 und fertig. Egal wo ihr hier seid, die kommen zu euch. Versprochen. Das Erste-Hilfe-Kram zu haben, ist gut. Aber wissen, wie man es benutzt, ist noch besser. Genauso wie die Leute mit den Tourniquets. Leute, mein Gott, was macht ihr damit? Wofür braucht ihr das? Geht ihr davon aus, dass ihr so unsicher mit eurem Werkzeug seid, dass ihr das braucht? Dass ihr euch so tief ins Bein hackt oder im Arm, dass ihr den ganzen Blutkreislauf unterbrechen müsst? Seid ihr echt davon überzeugt, dass ihr das braucht? Ist euch überhaupt bewusst, wenn ihr euch ein Körperteil abklemmt, was das für Folgenschäden haben kann, wenn da nicht reagiert wird? Ist euch überhaupt klar, was tot ist, bleibt tot? Klemmt ihr euch das Bein ab und in den kleinen Äderchen, Arterien, sonst was, sterben die Zellen, dass die nicht wiederkommen? Wenn ihr Pech habt, verliert ihr dadurch ein Zeh oder das ganze Bein. Deswegen, wenn ihr sowas macht, benutzt lieber einen Druckverband. Damit könnt ihr die Wunde stoppen, aber der Rest des Gliedmaßen wird noch weiterhin durchblutet. Das ist viel wichtiger, als alles abzutrennen. Weil wie gesagt, 112, scheißegal wo ihr seid, die kommen und holen euch ab. Ich will jetzt hier kein irgendwie sein Erste-Hilfe-Set schlecht reden oder so. Ne? Muss ja jeder selber wissen, was er mitnimmt. Und es ist auch, ehrlich gesagt, es ist auch cool, sowas zu haben. Es macht Spaß. Kenne ich doch auch. Will auch alles Mögliche haben. Habe es und benutze es nicht. Aber wichtig ist, macht euch darüber schlau. Benutzt es. Macht einen Erste-Hilfe-Kurs vorweg. Damit ihr wisst, was ihr machen müsst. Weil die Sachen haben und damit nicht umzugehen, ist fataler, als sie nicht dabei zu haben. Tja, das war's schon wieder von diesem kleinen Video. Ich wollte euch nur ein kleines Update geben über die Sachen, die ich jetzt so an Erste-Hilfe technisch mit mir führe, wenn ich eine Tour mache. Weil wenn ich in der Stadt unterwegs bin, habt ihr ja schon gesehen, hoffentlich, mein EDC-Rucksack, was ich da so drin habe. Ja, deswegen sage ich mal, Dominik von den Outdoor Outlaws Hamburg verabschiedet sich. Geht raus, draußen ist immer besser als auf dem Sofa.